Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Walleshausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, das schönste Wetter ist mitgenommen auf das Schloss Kaltenberg. Ihn freut es natürlich auch im Vorfeld auf die Vorbereitungen und auf die Turniere, die hier stattfinden werden. Jetzt erstmal richtig gehen, damit wir das auch ganz genau machen. Das ist ein Prinz. Das ist der Prinz Heinrich. Erstmal Servus. Genau, hallo. Wie würde man denn noch für Variationen Ihres Namens sorgen können? Also man könnte den Familiennamen nehmen, der früher ja Wittelsbach war oder Herr von Bayern. Oder am einfachsten ist es, das abzukürzen auf Bayern, was ja in Bayern auch ganz schön ist. Habe ich jetzt richtig nachgerechnet? Der Urenkel dann von König Ludwig II.? Noch ein Ur dazu. Noch ein Ur. Also dann ist, ja, aber das ist alles jetzt drin in der Verwandtschaft. Genau. Ich freue mich, dass wir da mal so rumgehen dürfen, bevor das große Tohuwabohu hier stattfindet. Seit 79 habe ich mich erkundigt. Wir gehen jetzt in das 37. Jahr, genau. Haut hin. Das hat der Papa ins Leben gerufen. Ja. Da muss man sagen, er hat ihm damals die Menschheit rund um Kaltenberg gesagt, du spinnst, das ist verrückt, was willst du denn bitte hier mit einem mittelalterlichen Turnier? Da war ja das damals noch gar nicht so im Trend, wie es dann war, ne? Also es gab ein paar Mittelalterfilme, es gab die Eisenhower-Filme, es gab aber nicht diesen Mittelalter-Veranstaltungstypus, den gab es einfach nicht. Der ist hier zum ersten Mal passiert und mein Vater hat in London, da gab es das lustigerweise, eine Rittertruppe gesehen und die engagiert, um hier ein Ritterturnier zu machen. Und dann war es eigentlich auch nicht geplant, es zu wiederholen, sondern einmal, schöne Aktion für eine Gaststätte. Und im nächsten Jahr hieß es, um Gottes Willen, ihr wollt es nicht nochmal machen. Ach, das war ein Zutun der Menschheit, die gesagt haben, das ist so toll. Ja, genau. Mhm. Und dann ist es jedes Jahr wiedergekommen und ist hier am Ort gewachsen. Und deswegen sieht der Ort auch so aus, wie er aussieht. Wie sah denn der Ort aus als kleiner Bursch? Wie können Sie sich erinnern? An was stand? Das stand alles nicht, oder? Das meiste stand nicht. Die Hallen standen. Ja. Das Schloss stand logischerweise. Okay. Da unten war eine große Wiese. Ja. Und da waren Hirsche eingesperrt, Dammhirsche, die habe ich immer füttern können. Und jetzt stehen da Hallen und mittelalterliche Sachen. Und das ist alles um dieses Ritterturnier herumgewachsen, was also wirklich auch eine schöne Stimmung dann macht im Sommer. Auf die Gefahr hin, Prinz Heinrich, dass jetzt die Zuschauer nachrechnen können, wie alt sie sind. Aber 1979, kleiner Bursch gewesen und das schon erlebt. Da gab es mich noch nicht. So, dann haben wir noch jünger, gell? Also, das heißt, die Anfänge hat man aber dann so als kleiner Bursch mitbekommen, als das so aufgeschwungen, also richtig im Aufschwung war. Ja, natürlich. Also man hat es mitwachsen sehen. Mhm. Man hat es aber als Kind auch in verschiedenen Phasen mitbekommen, weil als irgendwann spielt man mit Holzschwertern und dann will man irgendwie schauen, ob man irgendwo ein Bier sich schnorren kann. Oder dann aber da denken wir doch als kleiner Bursch, boah, ich bin in einer anderen Welt, das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, es war auch gewisserweise normal. Also ich hatte das ja jedes Jahr. Mhm. Ich glaube, wenn man hier fremd reinkommt, dann ist es noch extremer für die Kinder. Aha. Aber für uns war es einfach einmal im Jahr, war halt hier Mittelalter. Und wir saßen ja auch mittendrin, also wir kamen gar nicht aus. Jetzt mal zur ganzen Organisation dessen. Wann wurde denn der junge Bursch dann erstmals vom Papa auch angehalten zu sagen, steig mit ein, ich brauche jetzt Hilfe. Aber es ist ja auch eine Riesendimension, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also wir waren als Kinder immer mit Kleinigkeiten bei Orgasachen dabei und dann hat das Ganze aber meine Mutter gemacht, weil mein Vater war ja bei der Biergeschichte. Und dieses ganze Ritterturnier wurde eigentlich dann von meiner Mutter geführt, 10 Jahre lang oder noch länger. Und von der habe ich es dann übernommen. Als ich im Prinzip mit dem zweiten Studium fertig wurde oder so mittendrin steckte, kam dann die Frage auf, wer macht's weiter? Und dann kann man natürlich das in der eigenen Familie weiterführen. Ja. Ist manchmal schwierig, weil man dann halt verschiedene Leute im Laden, im eigenen Geschäft hat. Und wäre auch die Option gewesen, okay, man gibt's ab an irgendeinen Manager. Aber eigentlich war es eine schöne Vorlage. Aha. Und das war ja auch immer in der Familie geführt. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt weiter. Jetzt kommen wir mal auf die Dimensionen bis hier zu sprechen. Also da war also jetzt einmal eine mittelalterliche Truppe aus London eingeladen vom Papa. Dann hat sich das in den Jahren weiterentwickelt. 2016 im 37. Jahr. Von welcher Dimension sprechen wir jetzt? Wie viele Teilnehmer, wie viele Menschen sind da an, ich glaube, 3 Juli-Wochenenden sind es? Ja. Beteiligt, um das überhaupt schon auch im Vorfeld am Laufen zu halten? Da gibt es verschiedene Bereiche. Und einmal ist das, was wir hier sehen, das ist für mich so die Geländeseite. Da arbeiten über das ganze Jahr ungefähr 6 Leute, dass das hier so ausschaut, wie es ausschaut. Und wir muss auch gepflegt werden über das ganze Jahr über? Muss gepflegt werden. Im Winter ist es natürlich schwieriger, aber im Sommer wird es gepflegt. Ja.
Es kommen ständig irgendwelche Bauprojekte dazu. Und das ist also die physikalische Seite. Und dann sind wir natürlich gleichzeitig, verkaufen wir die Karten, machen Werbung und vor allem produzieren diese ganze Show. Also das ist jedes Jahr eine neu produzierte Show, es ist wie ein Musical. Da gibt es dann Leute, die schreiben eine Story und dann Regiebuch. Und, das ist eine eigene künstlerische Truppe. Die gehört teilweise zu uns, teilweise sind es externe, aber es ist wirklich wie ein Musical. Also da gibt es dann, muss Musik geschrieben werden, da muss Text geschrieben werden, dann müssen Leute gecastet werden. Die Ritter in Frankreich, die bereiten natürlich die Stunts vor. Also die kommen alle hier an und wissen schon, was sie tun. Und das ist ein Zyklus, der läuft eigentlich, wenn wir hier fertig sind, haben wir schon angefangen mit dem nächsten Jahr. Vorher, nachher spielt gar keine Rolle, es ist ein durchgehender Zyklus dieses Turniers. Es fließt und das sollte auch nicht aufhören, weil sonst wird es am Schluss sehr stressig. Dann dürfen wir jetzt mal Richtung Heilige Stätte, nenne ich es fast, Arena, uns mal bewegen, da geht es da runter, oder? Genau. Würden wir sehen, liebe Zuschauer, sind wir gleich wieder da vom Schloss Kaltenberg. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Walleshausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Richtung Arena geht's, liebe Zuschauer. Wir sind auf dem Schloss Kaltenberg gemeinsam mit dem jungen Chef, mit dem Prinz Heinrich, der so als junger Bursche durchaus mitbekommen hat, wie das hier losging und jetzt diese Dimension innehat und Chef ist von Menschen, die durchaus zum einen künstlerisch sich natürlich auch betätigen. Das, glaube ich, kann auch manchmal zu Gesprächen führen. Anders dann natürlich auch eine gewisse, ich nenne es jetzt auch Beamtengewissheit, weil es muss ja alles auch nach Recht und Ordnung ablaufen. So, und Sie dazwischen drin, wie schafft man so diesen Spagat über ein ganzes Jahr lang in der Vorbereitung und dann im Tun? Also es macht eigentlich Spaß und man muss die richtigen Leute finden. Wenn man nicht mit dem richtigen Team anfängt, dann kann man sich querstellen und tun, was man will. Das wird nichts funktionieren. Und wir haben hier ein paar Leute, die sind wirklich zuverlässig und wissen gut, wie man mit anderen Leuten umgeht. Yeah. Und also das, was wirklich funktionieren muss, ist dann eben dieses Team zu ergänzen, zu verkleinern und einfach neue Ideen bzw. neue Menschen da hineinzuwerfen. Und dann kommt was Tolles raus, wenn man es. Dürfen Sie eigentlich auch, das frage ich jetzt mal, künstlerisch einwirken und sagen, na, das gefällt mir jetzt nicht, wie der eine Ritter angezogen ist zum anderen? Oder ganz banal jetzt gefragt, haben Sie künstlerischen Einfluss? Dürfen Sie da? Ich versuche mich weitmöglichst zurückzuhalten, weil es natürlich, ich meine, da sind Leute engagiert, die studieren sowas, machen sowas viele, viele Jahre, kennen sich wahnsinnig gut aus und dann kommt der blöde Produzent daher und will seine eigene Idee reindrücken. Das ist schwierig. Ja. Manchmal passiert es trotzdem, weil irgendwann herrscht auch eine Betriebsblindheit, wenn ich 3 Monate lang so ein Skript angeschaut habe und dann kommt jemand mit einem neuen Winkel und schaut nochmal drüber und dann sieht man irgendwas, was nicht funktioniert, was man gerne ändern würde. Ein bisschen Einfluss habe ich, ja. Sie kriegen ein Skript? Also das ist wirklich Konzept, ein Drehbuch? Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ist man da aufgeregt? Ist man da nervös? Oder sagt man, jetzt schauen wir mal, was sie gemacht haben, was sie so vorschlagen? Also ich bin da schon mit drin. Also ich werde informiert, was passiert. Aber dann kommt immer eine neue Version zurück. Und da sind immer hoffentlich tolle neue Sachen drin. Das hat die letzten Jahre ziemlich gut geklappt. Und es sind völlig verschiedene Leute, die da arbeiten. Also das sind Stuntmen. Die wollen, dass es knallt und dass Lanzen splittern und dass Leute in der Gegend rumfliegen. Und dann gibt es Dramaturgen und die kümmern sich eben um Spannungskurven. Und dann gibt es Musiker und die überlegen sich, mein Texter hat da Text hingestellt, jetzt muss ich meine Musik so machen, dass der da auch reden kann. Und dann muss das am Schluss alles passen. Mhm. Und das macht schon viel Spaß, wenn man das dann sieht aus so einer Seite, sich schon mal vorstellen kann. Und dass die Vorstellung dann auch hinhaut, das ist dann wirklich die Sache, die dann Spaß macht. Wie im Hintergrund huschen Sie bei den Proben durch die Gegend? Haben Sie da eigentlich Zeit, so ab und zu sich dann, oh ja, jetzt sehen wir es, ja, Wahnsinn, sich da mal so auf ein Bänkchen zu setzen, ein bisschen zu lauschen, ein bisschen zu gucken oder sagen, oh nee, die machen das schon, ich bin dann bei der Generalprobe dabei? Bei den Proben bin ich viel dabei, weil es ist eine andere Art von Show, die wir hier machen. Also man sieht ganz gut, dass die Zuschauer von überall auf die Bühne schauen können. Deswegen sitze ich auch bei den Proben ständig in verschiedenen Plätzen und schau, dass nicht der Regisseur etwas macht, was eine Seite besonders bevorteilt. Da kommt also auch noch dann das Einwirken dazu. Genau, da bin ich relativ viel dabei.
Das ist relativ wichtig für mich, dass man an jedem Platz ein bisschen was kriegt, weil in einem Theater habe ich eine Bühne, da schaue ich von vorne drauf. Und dann ist es sehr einfach, für genau diesen Blickwinkel eben zu inszenieren. Und hier ist es nicht, wenn jetzt irgendeine Aktion passiert und die schauen alle nur in Richtung Einritttor da hinten, dann wird es den anderen langweilig, weil wir sind ja 80 Meter weit weg. Darf ich mal kurz überhaupt zur Aufteilung mal zu sprechen kommen? Also das sind es für die hohen Leute, also dieses Publikum da drüben, wie ist es aufgeteilt hier? Es sind insgesamt knappe 10.000 Sitzplätze. Da oben auf der Loge haben wir ungefähr 400. Loge. Und die wurde gebaut, bevor es dieses Dach gab, was jetzt erst kürzlich dazu kam. Und das war quasi unser erster Ansatz, überdachte Plätze herzustellen, die eben für Leute, die die Karten früh kaufen, wirklich sinnvoll sind. 10.000 Menschen. Ist es etwas, wo man auch richtig Ehrfurcht davor hat? Also wenn so viele Menschen da hochströmen an einen Fleck dieser Erde und hierher kommen? Also es ist infrastrukturell eine ganz ordentliche Aufgabe, weil dann hat man eben auch die Autos, die diese Menschen herbefördern. Und dann, wenn der Stau draußen anfängt, dann hat man eigentlich schon verloren. Also man muss schon ein ganz gutes Gefühl haben, wie kriegt man die Leute so rein, dass es funktioniert. Und wenn was schief geht, dann ist das schon ein ordentlicher Druck, wenn man weiß, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt warten da unglaublich viele Menschen und sind potenziell sauer und geben dann schlechte Reviews ab hinterher. Ganz kurz noch, die allerletzte Frage, der schönste Moment in einem Satz bei diesem ganzen Aufwand, den Sie hier betreiben, für Sie selbst persönlich. Das Feedback der Leute, wenn man ein Jahr später hört, wow, tolle Idee, ihr habt da was schöne neue Sache gemacht. Und das ist wirklich, wenn dann die Leute nach Hause gehen und darüber reden. In diesem Sinne, toi toi toi, müsste ich jetzt über die Schulter spucken. Das ist jetzt bei den Künstlern und Produzenten nicht anders. Tü tü tü. Und wünsche eine gute Saison. Danke, dass wir mal reinspitzen durften. Gerne. Ja. Vielen Dank. Alles Gute, wir sehen uns wieder. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Walleshausen. Wechseln Sie jetzt!